Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hallo Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen und ich muss vorher etwas klarstellen. Hier hört jetzt gleich einen Anruf, wo eine real existierende Türkenmafia-Firma aus Berlin versucht, ein real existierendes Produkt einer legitimen Firma an den Mann zu bringen, in deren Auftrag, sich aber entscheidet dabei, extrem kriminelle Methoden einzusetzen, die im Telefonbetrüger- und Callcenter-Markt schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Im Vorfeld, damit es zu keinen Missverständnissen kommt, blende ich euch gleich erst einmal ein. Seht ihr hier im Hintergrund, dass die Firma sich eindeutig von diesen Figuren distanziert, den Auftrag an die fristlos gekündigt hat und jetzt rechtliche Schritte gegen die Betrüger eingeleitet hat. Bezweifle ja, dass da tatsächlich jemand Greifbares in Berlin sitzt, aber hoffen wir mal, dass die Fett auf die Schnauze kriegen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Anruf und lasst die Tasten und Daumen glühen. Oh. Ja, hallo, schönen guten Tag, Frau von Rudersdorf, Thomas Jung von der FDM, Freizeit- und Trendmarketing, grüß Gott. Ja, servus. Herrn Hans, ja, hallo, bin ich mit dem Herrn Hans Herbert von Rudersdorf verbunden? Nein, ich bin seine Frau. Oh, Entschuldigung vielmals, ja? Ja? Frau Rudersdorf, ja, Entschuldigung vielmals. Ist der Herr denn zu Hause? Was brauchst du denn? Ja, ich würde ganz kurz jetzt ihn brauchen, ob er jetzt hier die Dreamkarte weitermachen möchte, also lieber dann spielen will oder umstellen will. Das sagt man nichts, warte, ich hole ihn mal eben. Ja. Komm mal her, das Telefon! Ich hab's nicht verstanden, frage mal. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, hallo, schön. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr von Rudersdorf. Am Telefon, wer ist da bitte? Thomas Jung von der FDM Freizeit- und Trendmarketing melden wir uns. Sagt mir Herr nichts. Herr von Rudersdorf, ihr sagt Ihnen das auch nichts. Nee, gerade nicht. Was möchten Sie bitte? Ja, Herr von Rudersdorf, wir wollten einfach nur fragen, ob Sie jetzt ab dem nächsten Monat, also am Morgen geht es ja schon los, die 1080 Zahlenreihen weitermachen wollten für die 12 Monate oder lieber vorzeitig aussteigen und Sie das Ganze beenden. Was war das denn? Das ist das Jubiläumsspiel, das geht ja seit dem März, aber Ende April hätte es ja gekündigt werden sollen, ist nicht vollzogen worden von Ihnen, jetzt würde es sich normalerweise verlängern. Aber man hat die Möglichkeit, ja, mit der Klausel also vorzeitig auszusteigen mit der Umstellung auf die Dreamkarte. Ach, ist das die von dem Autogewinnspiel da von EDEKA? Nee, das hat eigentlich mit der Edeka in dem Sinn nicht viel zu tun und mit dem Auto nicht. Das sind die 6 aus 49 Zahlen, die für 3 Monate kostenfrei waren, wo die Bürger ohne Einsätze Gewinne erzielen sollten. Und die normalerweise ab 3 Monate, ab morgen wird es eigentlich dann kostenpflichtig mit 1080 Zahlen rein und das würde 89 Euro kosten monatlich für die 12 Monate. Nee, dann nehmen Sie das mal raus. Danke, dass Sie anrufen. Okay. Gerne, dann würde ich eines tun, Herr von Rudersdorf. Ja. Also, dann würde ich Sie jetzt auf die Dreamkarte umstellen. Wissen Sie noch, was die Dreamkarte ist? Sagt mir überhaupt nichts, aber ich kann mir auch Sachen nicht so gut merken, wenn Sie noch mal so freundlich wären. Gerne, gerne. Also die Dreamkarte, mit der kann man ja 2 Personen in den über 1500 Partnerhotels europaweit bis 14 Tage kostenfrei übernachten. Nur Frühstück und Abendessen muss man halt selber aufkommen, kann man auch draußen irgendwo nehmen. Aha. Und die wäre 1 Jahr lang gültig, hat einen einmaligen Preis von 119 Euro plus 3,90 Euro Porto. Ja. Und wenn Sie die Dreamkarte aber dann nicht möchten, Sie bekommen ein Musterformular für den Widerruf mitgeliefert und dann können Sie das widerrufen. Wenn Sie es behalten wollen, alles gut, okay? Aber das kann ich Sie aus dem Spiel dann entfernen. Das ist die Klausel, die hat man eingerichtet für die Teilnehmer, die vergessen zu kündigen Ende April und dann trotzdem nicht weitermachen wollen. So hat man denen eine Chance gegeben, dann doch vorzeitig auszusteigen. Ja, aber um kündigen zu können, müsste ich mich doch auch erst mal angemeldet haben, so von der Folgerichtigkeit der Handlungen her, selbstverständlich. Oder? Selbstverständlich. Kann ich ja, mich nicht entsinnen? Also wenn Sie sich nicht angemeldet hätten, wären Sie nicht bei uns im System. Sie haben sich nicht selber angemeldet? Ich wüsste nicht, nee. Wann war das denn? Oh,
Das muss vor dem März gewesen sein. Das kann im Februar, im Januar gewesen sein. Na, das ist ein langer Zeitraum. Das ist allerdings. Aber wir haben einige Fälle jetzt bei uns gehabt, in letzter Zeit auch von Herr von Rudersdorf, ja, so wie Sie. Die konnten sich da auch nicht dran erinnern. Es stellte sich fest, dass entweder bei diesen Versandhausbestellungen oder Umfragen oder bei diesen eBay-Amazon-Seiten, dass die sich da irgendwie registriert haben, ohne davon gewahr zu sein. Haben Sie vor dem März? Ist eine blöde Frage, ist länger her. Ja, ja. Aber haben Sie da vielleicht irgendetwas in dieser Hinsicht getätigt? Ja, dann war das vielleicht doch diese. Da war stand bei Edeka so ein Auto, da konnte man eine Karte reinschmeißen. Oh, okay. Aber der ist vielleicht mein, der Edeka-Mann, das ist mein Nachbar, du. Da werde ich aber gleich mal hinlaufen und dem Bescheid sagen. Da kann er nicht sowas machen mit seinen Kunden. Ja. Nee, da können Sie ihn fragen, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist, wissen Sie, weil es hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, anscheinend, wie die Leute hier reingerattert sind, ne? Ich würde jetzt nicht dem Edeka-Mann jetzt wirklich als schuldig bekennen, da müssen Sie aufpassen, nicht, dass Sie jemanden Unschuldigen da jetzt da. Oh nee, das soll ja, aber es ist ja gut, dass Sie Bescheid wissen, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dann können Sie das ja löschen für mich, ne? Passiert. Dann löschen Sie mich da. Jetzt die Sache. Herr von Rudersdorf, würde ich liebend gerne tun. Gut. Nur von hier aus kann ich das nicht, weil wir haben von hier aus nicht die Arbeitsschritte mit dem Programm, mit dem wir hier arbeiten, das zu tun, Teilnehmer aus dem System zu entfernen. Wenn ich aber jetzt das weiterleite an die Zentrale und sage, Sie haben sich nicht selber angemeldet, wissen von nichts und wollen dementsprechend nicht weitermachen, glauben Sie mir eins, die Gewinnspielunternehmen, egal welcher das ist, die sind alle gleich. Für die ist es am liebsten, die Bürger spielen ihr Leben lang, zahlen jeden Monat kräftig und kündigen nie. Nachdem die Angaben so komplett wie hier. Ja, genau so ist es aber auch, ja. Also die einzigen, die gewinnen, ist der Staat und die Unternehmen eigentlich. Also ich habe hier Klobock, Straße 93, 95445 Bayreuth, 9.4.51 geboren. Und wir haben die Bankverbindung, das ist die Sparkasse Zwickau hier mit der IBAN DE94 am Anfang, 81 am Ende. Also das sind die Angaben. Wo haben Sie das denn alles her? Ja, fragen Sie mich Fragen, auf die ich eine Antwort habe, Herr von Rudersdorf. Naja, das müssten natürlich Sie ja eigentlich, fragen. Weil nach Datenschutzgesetz sind Sie ja auskunftspflichtig bezüglich der Datenquelle. Selbstverständlich, in der Zentrale, die wissen das, aber ich sage Ihnen eines, also der Zentrale in der Hinsicht würde ich nicht vertrauen, ja, dass man denen jetzt sagt, hey, der hat sich nicht selber angemeldet, schaut mal genau nach oder holt ihn aus dem System, denen ist es egal, die würden das weiterlaufen lassen. Sie meinen, das bringt nichts? Nee, das bringt nichts. Sie können sich vorstellen, wie das ist. Ne? Sie können sich wahrscheinlich selber auch vorstellen, wie das ist. Naja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Herr von Rudersdorf, um Sie aus dem schnellsten Weg, aus dem System hier zu bekommen, ich würde das bearbeiten wie ein Teilnehmer, der vergessen hat zu kündigen. Ist bei Ihnen jetzt nicht der Fall, Sie wussten ja nichts, ja? Ja. Aber eben, um Sie aus dem System zu bekommen, ich würde Sie auf die Dreamkarte umstellen. Ja. Sie bekommen die Dreamkarte per Post zugeliefert. Wenn Sie es nicht nutzen möchten, wie gesagt, Sie haben das Widerrufsrecht, haben den Musterformular für den Widerruf mitgeschickt bekommen, dann einfach zurückschicken, da sind Sie hier wenigstens aus dem Spiel raus. Verstehen Sie? Und aus also dieser Karte bin ich dann auch raus, oder? Aus der Karte werden Sie dann auch raus. Dann wäre das ja ein einfacher Trick, dass ich einfach aus diese Karte jetzt zum Schein nehme und das dann wieder rufe. Aber ich muss dann nicht wieder Lotto spielen. Nein, natürlich nicht. Nein, das hat man ja nur da die Klausel eingerichtet für die Leute, die vergessen zu kündigen und trotzdem nicht weiterspielen wollen, dass man denen eine Gelegenheit gibt, dann doch trotzdem auszusteigen. So eine Vereinbarung wurde getroffen. Okay? Ja, aber wenn man die Karte dann einfach wieder rufen kann, dann könnte man es doch auch einfach kündigen, weil ich werde das dann ja wieder rufen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht, aber Herr von Rudersdorf, das dürfen die doch gar nicht. Die anderen brauchen das nicht zu wissen, wie wir das jetzt gerade miteinander offen besprechen, okay? Ah, ein guter Mann, ich verstehe. Und von welcher Firma ist diese Karte? Wer bietet das an? Selbstverständlich, die kommt von der FDM, Freizeit- und Trendmarketing, in der Kalkarer Straße 81 in Kleve. FDM Marketing? FDM, Freizeit- und Trendmarketing. Ja, dann heißt es aber FTM. Ich habe immer Friedrich Dora, habe ich jetzt verstanden. Entschuldigung, meine Aussprache vielleicht. FTM. FTM also, ja, Marketing. FTM, ja, ja. Achso, und Sie FTM, holen die Leute Freizeit da quasi raus. Genau, genau. Also ich bin da natürlich auf der Seite der Zivilbürger, verstehen Sie? Der zivilen Bürger, ja.
Warum rufen Sie denn von einer Handynummer an? Ja, weil es Internetleitungen sind, von denen wir telefonieren, die sind kostenfrei, da zahlen wir nichts dafür. Also gehören Sie zur Firma Daydreams? Ja, wir arbeiten zur Firma Daydreams. Ja, wir sind eigentlich von der BCM Media und Adress GmbH, aber wir arbeiten mit der Firma Trend Marketing zusammen, also der FDM. Ah, so schließt sich der Kreis. Das ist ja auch interessant, wie das alles zusammengehört. Ja, aber Sie können mir jetzt nicht sagen, also, bei welchem Adresshändler Sie meine Daten eingekauft haben. Das können Sie mir nicht sagen. Das kann ich nicht, weil das weiß ich natürlich nicht. Sie stellen sich vor, ich meine, ich bearbeite natürlich am Tag hier zig Teilnehmer. Die meisten melden sich ja selber an, ja. Und die spielen ja dann auch hinterher weiter. Ne? Aber einige Fälle wie Sie haben jetzt in letzter Zeit vorkommen. Und ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wie Sie da reingekommen sind, irgendwo sind Sie hier reingeschlittert. Ne? Ja, ich habe das auch, das Gefühl. Ja, also ich gehe davon aus, weil wie gesagt, wir haben mehrere solche Fälle jetzt gehabt. Ne? Sonst würde ich sagen, nee, Sie haben sich sicherlich irgendwo angemeldet. Vielleicht haben Sie das ja, aber unbewusst. Ne? Aber Sie arbeiten jetzt gehören Sie zu diesen Daydreams-Leuten oder sind Sie da, arbeiten Sie angestellt da oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Daydreams, die ist von der FDM Freizeit und Trend Marketing und wir arbeiten mit der FDM Freizeit und Trend Marketing und so stelle ich mich eigentlich auch vor. Ne? Ja, aber Sie sind extern, Sie gehören nicht zur Firma Daydreams, ne? Also ich arbeite nicht direkt jetzt in der Daydreams, sondern wir sind mehr im Kundenservice und eben auch mit diesen Glücksspielen in Verbindung, dass wir die Umstellungen vornehmen. Ach so, okay? Haben Sie denn eine Glücksspiellizenz, wenn wir schon bei dem Thema sind? Nein, ich ja nicht. Nee, nicht Sie, die Firma. Union. Also wir sind von der, ja natürlich. Ja, können Sie... Das ist 6 aus 49. Ja, haben Sie da einmal... 6 aus 49. Ne, aber wenn Sie da die als Agent, Millionen, ja, kennen Sie das natürlich kenne ich das. Wenn Sie da als Agentur tätig sind, dann haben Sie ja eine Zulassungsnummer von der Bundesaufsicht für Finanzangelegenheiten, von der BaFin. Ja, aber ich doch nicht, Naja, wenn Sie da arbeiten, ist das ja so, als ob ich nach der Postleitzahl fragen würde, ne? Ja, aber ich bin doch nur ein normaler Angestellter hier, der die Umstellungen hier vornimmt für die Teilnehmer, die vergessen haben. Verstehen Sie? Ich verstehe das, also Also, Herr von Rudersdorf, dann machen wir eins. Um Sie jetzt aus diesem System rauszubekommen, werde ich jetzt diese Umstellung vornehmen. Ja. Sie bekommen die Daydreams-Karte. Wenn Sie sie nutzen wollen, behalten Sie sie. Sie können sie gerne nutzen. Verstehen Sie, vielleicht ist es ja für Sie interessant, weil Sie können diese 14 Tage auch aufteilen. Zum Beispiel 3-4 Tage irgendwo in Italien in einem Partnerhotel, 3-4 Tage irgendwo in einem Kurort. Das können Sie beliebig machen. Wenn Sie es nicht nutzen wollen, haben Sie den Widerrufsschein und den tun Sie dann einfach zurückschicken. Okay? Das ist klasse. Aus dem Spiel hier raus. Und das kostet jetzt nichts, ne? Und das würde, wenn Sie sie behalten, würde es einmalig 119 Euro plus 3,90 Euro Porto kosten. Und damit wenn kann sie ich behalten. Dann immer übernachten irgendwo, oder wie ist das? 14 Tage in den Partnerhotels. Das sind über 1500 Partnerhotels abseits vom Pauschaltourismus europaweit, okay? Das können Sie auf der Webseite dann auch anschauen. Ja, die habe ich schon offen. Ich suche hier gerade schon nach den Kontaktmöglichkeiten. Sie bekommen das alles in den Unterlagen, wie auch die Webseite, alles steht da drin. Aha. Und Herr von Rudersdorf, ich werde das jetzt auch so einstellen, ich werde das jetzt auf Rechnung machen, also nicht auf Lastschrift, sondern auf Rechnung machen. Gut. So, wenn Sie behalten, dann einfach, dass Sie das per Rechnung dann selber überweisen, okay? Das hört sich gut an. Alles klar. Okay, dann würde ich die Umstellung jetzt vornehmen, Herr von Rudersdorf. Darf ich das Gespräch ab jetzt kurz aufzeichnen? Wenn Sie da selber nichts gegen haben, ist das für mich in Ordnung. Alles klar. Dann beginne ich jetzt und ich werde die Karte nochmal erwähnen mit den einigen Punkten an Konditionen. Aha. Und dann ist es eigentlich passend. Ja. Und dann beginne ich jetzt bei 3, 2, 1. Herr von Rudersdorf, Sie haben mir gerade Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung erteilt. Das ist doch korrekt. Ja, haben wir ja gerade gesagt, ne? Danke. Herr von Rudersdorf, jetzt fasse ich noch mal kurz zusammen. Mein Name ist Thomas Jung von der Firma BCM Media und Adress GmbH aus Berlin und ich spreche mit dem Herrn Hans Herbert von Rudersdorf. Sie halten in den nächsten Tagen von der Firma FDM Freizeit und Trendmarketing, Kalkerer Straße 81 in 47533 Kleve, die Daydreams Dreamcard Urlaubsjahreskarte für 2 Personen, buchbar in über 1500 Partnerhotels vor Ort.
zählt lediglich das Daydreams Genusspaket für Frühstück und Abendessen zu den im Daydreams Katalog genannten Preisen an. Der Kaufbetrag von 119 Euro plus 3,90 Euro Porto und Verpackung wird nach Erhalt der Ware binnen 10 Werktagen fällig und wird von Ihnen einmalig überwiesen. Ihre Dreamcard Urlaubsjahreskarte ist 12 Monate gültig. Wenn Sie dann all die Vorzüge weiterhin nutzen möchten, brauchen Sie nichts tun, denn Ihre Dreamcard verlängert sich nach Ablauf eines Jahres automatisch zum regulären Preis. Nach 12 Monaten Mindestlaufzeit können Sie Ihren Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Nähere Informationen hierzu sowie ein Musterformular für den Widerruf erhalten Sie mit Ihrer Karte. Ist das so okay für Sie einverstanden? Soll ich jetzt ja sagen? Ja, natürlich, wenn es okay ist. Natürlich, ja. Und dann muss ich auch nicht 12 Monate Lotto spielen, ne? Das wird dann ausgelöscht. Ja, aber Herr von Rudersdorf, das dürfen Sie doch während der Aufnahme jetzt nicht sagen. Das ist doch das Allerwichtigste. Das Lotto kommt doch nicht von dieser Kartenfirma. Oder bietet Daydreams auch Lotto an? Ja, natürlich, Herr von Rudersdorf. Ach so. Nein. Aber während der Aufnahme dürfen Sie, also wir dürfen während der Aufnahme, dürfen Sie das wirklich dann nicht sagen, sonst kriege ich Sie hier nicht raus. Verstehen Sie? Ne? Ich bin ganz nervös. Jetzt müssen wir. Brauchen Sie nicht. Da sagen Sie mir nochmal genau, was ich machen soll. Kein Problem, Herr von Rudersdorf. Sagen Sie einfach, kann meine Frau das machen? Nee, brauchen Sie nicht, Herr Rudersdorf. Ist alles in Ordnung. Ja. Sagen Sie einfach, wenn ich Sie frage, ist das so okay für Sie einverstanden, sagen Sie okay und dann beende ich eigentlich schon das Gespräch. Wenn ich mich verabschiede, tschüss, Sie brauchen nicht aufzulegen, bleiben Sie noch kurz dran. Ich verabschiede mich, Sie verabschieden sich, ich stoppe die Aufnahme und dann reden wir normal nochmal weiter, okay? Ja. Alles klar. Dann würde ich jetzt nochmal beginnen von vorne. Ja, 3, ja. 2, 1. Herr von Rudersdorf, Sie haben gerade mir Ihre Einwilligung, Einverständnis zur Aufzeichnung erteilt. Das ist doch korrekt. Ja, das habe ich. Das ist in Ordnung für mich. Herr Rudersdorf, jetzt fasse ich noch mal kurz zusammen. Mein Name ist Thomas Jung von der Firma BCM Media und Adress GmbH aus Berlin und ich spreche mit dem Herrn Hans-Herbert von Rudersdorf. Sie erhalten genau. In den nächsten Tagen von der Firma FDM Freizeit- und Trendmarketing, Kalkarer Straße 81 in 47533 Kleve, die Daydream Streamcard Urlaubsjahreskarte für 2 Personen, buchbar in über 1500 Partnerhotels. Vor Ort fällt lediglich das Daydreams Genusspaket für Frühstück und Abendessen zu den im Daydreams Katalog genannten Preisen an. Der Kaufbetrag von 119 Euro. Hallo? Plus. Was ist da los? Mein Mann weint. Was ist das Problem? Kann ich helfen? Der weint? Was ist los der da? Der weint? Ah ja, was hast du gemacht? Frau Rudersdorf, ja? Wo weint der? Ich weiß es nicht. Was hast du denn? Okay. Ist alles in Ordnung? Ist was passiert? Okay, natürlich. Ja, Frau von Rudersdorf, ja, ist in Ordnung. Schauen Sie, Frau von Rudersdorf, ich stelle gerade das Spiel auf die Dreamkarte um. Das was? Ja. Also ich stelle gerade das Spiel auf die Karte um, ja, damit ich aus dem Spiel ausscheiden kann. Was für ein Spiel? Und Herr von Rudersdorf, das ist das Jubiläumsspiel, bei dem er seit dem März dabei ist. Aber anscheinend hat er sich nicht bewusst angemeldet. Und jetzt würde es ab morgen weitergehen mit den 1080 Zahlenreihen, ja, 89 Euro für 12 Monate. Das will er natürlich nicht. Will ich auch nicht, ja. So nehme ich ihn aus dem Spiel heraus. Das ist die Klausel für die Teilnehmer, die vergessen zu kündigen, trotzdem nicht weitermachen wollen, mit der Umstellung auf die Dreamkarte. Und jetzt war ich gerade dabei und der Herr von Rudersdorf hat dann jetzt bei der Umstellung, bei der Aufnahme gesagt, ja, aber dann spiele ich nicht weiter. Das darf er aber der Aufnahme nicht sagen. Das habe ich ihm gesagt, Herr Rudersdorf, bitte nicht bei der Aufnahme das sagen dann, ja. Und anscheinend ist der Herr von Rudersdorf sehr empfindlich, ja. Ja, der ist im Krieg gewesen, der ist ängstlich. Ja. Okay. Das tut mir sehr leid, Frau von Rudersdorf. Was soll er denn jetzt machen? Der Mann ist völlig am Ende hier. Das sag ihm Pfarrer. Frau von Rudersdorf, Entschuldigung, dürfen wir das so machen? Kann ich das mit Ihnen, die Umstellung, machen? Ich glaube nicht, dass Sie ab morgen jetzt die 89 Euro dann zahlen. Nein, das wollen wir nicht. So viel Geld haben wir nicht. Nee, okay. Dann machen wir eins jetzt, Frau von Rudersdorf. Ja. Okay? Ihr Mann
Ihr Mann ist anscheinend nicht mehr fähig, jetzt die Umstellung mit mir zu machen. Okay. Geh mal dein Herzmedikamente nehmen, das ist leidigst da. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich meinte, Ihr Mann ist jetzt im Moment nicht mehr imstande, mit mir die Umstellung vorzunehmen. Nein, das schafft er nicht. Der ist gar nicht geschäftsfähig. Verstehe. Okay, dann machen wir jetzt eins, Frau von Rudersdorf, ganz kurz. Schauen Sie, dieses Spiel ist seit dem März im Laufen. Das ging 3 Monate kostenfrei, sollte Ende April gekündigt werden. Wenn es nicht gekündigt wird, verlängert sich das ab dem Juni dann mit 1080 Zahlenreihen 89 Euro. Das wollen Sie nicht, werde ich jetzt auch für Sie umstellen auf die Dreamkarte. Nochmal ganz kurz, was die Dreamkarte ist. Mit der kann man 2 Personen europaweit in den über 1500 Partnerhotels bis 14 Tage kostenfrei übernachten. Ja? Die ist einmalig 119 Euro plus 3,90 Euro Porto. Wenn Sie die Karte nicht behalten möchten, Sie haben ein Musterformular für den Widerruf, bekommen Sie dann mitgeschickt. Einfach den Widerruf, das Musterformular zurückschicken, dann haben Sie die Karte auch nicht mehr und aus dem Spiel sind Sie aber raus, okay? Diese Klausel hat man eingerichtet für die Teilnehmer, die vergessen zu kündigen und trotzdem nicht weitermachen möchten, okay? Jetzt, der hat sich da doch gar nicht angemeldet. Aber der muss sich irgendwo angemeldet haben, weil hier ist er mit den kompletten Angaben hier dabei. Also Sparkasse Zwickau haben wir hier mit der IBAN DI 94 am Anfang, 81 am Ende, Klopstockstraße 93 95445 Bayreuth, Geburtsdatum 9.4.51. Das muss aber alt sein, wir sind schon vor 4 Jahren umgezogen. Ja, Jesus, kann das denn sein, dass irgendwie im System, weil wir haben einige Fälle hier von Teilnehmern, die sich anscheinend nicht selber angemeldet hatten. Und es hat sich herausgestellt, entweder bei diesen eBay-Amazon-Seiten oder Versandhausbestellungen oder Umfragen, dass die sich da irgendwie registrieren. Kann das sein, dass ihre Daten im System irgendwie hier reingeraten sind? Ich wüsste ja nicht, woher. Das ist, also wir sind 20, sind wir umgezogen. Wir wohnen gar nicht mehr okay. da. Okay, und die Bankverbindung, ist die richtig? Das weiß ich nicht. Zwickau? Das weiß ich nicht, was hast du da? Okay, also ich habe Sparkasse Zwickau mit der IBAN DE 948705 dreimal die 0 23 550 05 081. Ah ja, das ist sie. Das gibt's ja nicht. Dann machen wir eines jetzt, weil die Bankverbindung, darauf kommt es an, da würde was abgebucht werden ab dem nächsten Monat. Nein. Dann machen wir eins jetzt, Frau von Rudersdorf. Ich werde Sie jetzt auf die Dreamkarte umstellen. Dann bekommen Sie die Dreamkarte. Ich mache das auf Rechnung. Wenn Sie sie behalten wollen, ja, kostet nur 119 Euro plus Porto 3,90 Euro einmalig. Wenn Sie nicht es wollen, Sie haben den Widerrufsschein, bekommen Sie mitgeliefert, einfach zurückschicken und das widerrufen, okay? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist das für eine Karte? Okay, ganz kurz. Die Dreamkarte hat eine Gültigkeitsdauer von 1 Jahr. Mit der kann man 2 Personen in den über 1500 Partnerhotels europaweit kostenfrei bis 14 Tage übernachten. Also Frühstück und Abendessen muss man immer selber aufkommen, kann man auch draußen essen irgendwo oder so, wie man möchte. Ne? Und die kann man auch aufteilen, diese 14 Tage. Also dass man 3-4 Tage in Italien in einem Partnerhotel oder 3-4 Tage an einem Kurort oder wie dem auch sei. Die hat einen einmaligen Preis von 119 Euro plus 3,90 Euro Porto. Wenn Sie die Dreamkarte nutzen möchten, können Sie sie behalten, ja, und sie dann eben auch nutzen. Wenn nicht, dann einfach widerrufen. Sie haben den Widerrufsschein, bekommen Sie mitgeliefert mit den Unterlagen, okay? Ja. Aber zumindest sind Sie aus diesem Spiel dann heraus. Und was haben diese Reiseleute mit dem Lotto zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das wurde so eingerichtet, eine Vereinbarung, diese Klausel für die Teilnehmer, die, wenn die vergessen zu kündigen, ja, Ende April war ja die Kündigungsfrist, ja, wenn die vergessen zu kündigen und wenn die trotzdem nicht weiterspielen wollen, dass man eben in Verbindung mit dieser Dreamcard dann vorzeitig aussteigen kann. Mein Mann ist doch gar nicht geschäftsfähig, der darf das doch gar nicht machen. Ja, aber hat er vielleicht irgendwo mal was angeklickt, angekreuzt? Keine Ahnung, Frau Wussersdorf. Ja, ich sag mal, selbst wenn er das gemacht hat, der hat ja einen Betreuer, der darf das ja gar nicht machen. Oh je, auch noch, ja? Na ja. Sei mal ehrlich, wie viele Leute glauben das am Tag? Ja, verstehe. Schämst du dich gar nicht?
Wie von Frau von Rudersdorf? Was meinen Sie damit? Ob du dich gar nicht schämst, du dreckiger Betrüger, du! Hast du das verstanden? Du bist live im Internet. Ah, jetzt hat er aufgelegt. Ah, was ein Gesindel. Ich habe jetzt nebenbei her gerade schon deine Firma geschrieben. Was deren Geschäftspartner mache. Ah, ist das eine Sauerei? Ist das ein Gesindel? Das sag ich dem Pfarrer.